Hallo in die Runde. Sommerzeit ist Garzeit. Ja, ist doch klar. Draußen schwitzt man sich einen Ast, das ist kaum auszuhalten. Hier drin ist es so einigermaßen komfortabel. Da kann nichts passieren. Da spielt man in Ruhe eine Runde Skat und freut sich seines Lebens. So sehe ich das. Ansonsten hier das erste Blatt, drei Damen, okay, das ist noch nicht besonders erwähnenswert, kann ich euch noch kurz berichten. Die Auswertung zum Thema Mauszeiger, ihr seht es schon, ist gegen den Mauszeiger ausgegangen, so 70-30 würde ich mal sagen, hat mich also mein Gefühl vorher nicht getäuscht. Und ansonsten habe ich dann einfach nochmal, wie ihr vielleicht jetzt schon festgestellt habt, meine Wenigkeit hier ein wenig verschoben, ein wenig in die Größe gezogen. Es war mir dann doch irgendwie so gefühlt ein bisschen zu gedrängt. Ich habe mir gedacht, vielleicht wollt ihr dann auch meinen erschrockenen, schockierten oder auch mal erfreuten Gesichtsausdruck besser zur Kenntnis nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem Blatt gegen einen Grand antreten muss, dann ist das eine ziemlich traurige Geschichte. 20er Reizung, da darf ich dann auch mal den Herz ausspielen, in der Hoffnung, dass mein Partner das Herz Ass hat oder vielleicht die lange Herzfarbe, zwei Buben, irgendwie sowas in der Art und Weise. Kann also kein Fehler gewesen sein. Und der Spieler überlegt auch eine ganze Menge Zeit, bevor er den Buben ausspielt. Traue ich also durchaus meinem Partner zu, dass er auch noch den vierten Buben hat. Also erstmal alles rein, was Beine hat. So, da denke ich jetzt einen kleinen Moment, huch, warum spielt mein Partner jetzt das Pik Ass? Selbst wenn es blank gewesen ist, hat er natürlich dem Alleinspieler damit dann den Pik König vermutlich hochgespielt. Wo ich die Dame schmeiß in Pik, hätte er das Ass vielleicht besser noch zurückgehalten. Aber jetzt schauen wir gleich mal, ob er ihn noch irgendwie beißen kann. Ob er sich vielleicht jetzt die Kreuz 10 hochgespielt hat. Okay, blanken Karo König jetzt entsorgt. Okay, ich sag mal so, wer jetzt die Kreuz 10 hat, der gewinnt, aber es ist der Alleinspieler. Und der gewinnt mit 68 Augen übrigens. Das ist jetzt hier natürlich durch das Bild ein wenig verdeckt, der einzig kleine Nachteil. Dann moderiere ich euch das immer an. 68 Augen hat der Alleinspieler. Das Blatt war also wohl eine ganze Ecke zu stark, obwohl mein Partner zwei Buben hatte. Der Alleinspieler saß auf einigen vollen Ass 10, Ass 10, Pik 10 im Keller, Herz Ass auch noch, also sechs volle. Das hat gelangt. Ich biete höchstbietend die Herz 10 und möchte dafür die Kreuz 7 haben. Weil das Leben aber natürlich gerade das Skatleben kein Wunschkonzert ist, schauen wir uns eben bei 22er Reizung ein Herzspiel an. Das ist ohne 2. Trumpf scheint mir artig zu sitzen. Mein Partner hat auch gar nicht, wie ich gedacht habe, blank ausgespielt, sondern aus der Doppellusche. Auch ein ungewöhnlicher Aufschlag. Was hat ihn denn in diese Not getrieben? Ich meine, es war ja der richtige Riecher, denn das Kreuz Ass saß blank beim Alleinspieler. Ach, er hatte bestellte Asse und wollte, wo Trumpf so günstig stand, noch auf irgendwas schnippeln. Deswegen hat er seine schwache Farbe geöffnet. Gut. Plausibel, nachvollziehbar, auch wenn es in dem Moment egal war. Und jetzt komme ich doch mal. Hui, Spiel 3 und auch noch golden gefunden, 20 Augen, vor allen Dingen noch die richtigen jeweils zu den Assen. Der Grang hat eine kleine Schneider-Schwarz-Chance, wenn natürlich alles superartig steht. Buben verteilt und kein König zu dritt in Kreuz und Karo. Andererseits überlege ich jetzt auch gerade schon, was machen wir denn, wenn jetzt eine Pik-Lusche auf den Tisch kommt? Einstechen, um die Schwarzchance zu wahren, könnte man machen. Andererseits bringt man das Spiel dann gegebenenfalls auch an den Rand einer Niederlage, wenn dann zwei Buben sitzen und irgendwie sowas wie Pik Ass zu viert. Aber da kommt Pik Ass und gut, okay, da gibt es dann keine zwei Meinungen. Stechen, Bube, Buben kommen, okay. Wir sind noch auf Schneider-Schwarz-Tour, ja, wir sind es immer noch. Jetzt darf nur noch nicht der Karo König zu dritt sitzen. Einmal von oben, dann zwischen und da fliegt Karo Lusche. Jawohl! So wird's gespielt. Es war allerdings auch nicht so besonders schwer. Das hätte hier jeder andere auch hinbekommen. Trotzdem über 96 Punkte über den Grand Schneider Schwarz. Ja, da will ich mir die Freude auch nicht nehmen lassen. Die will ich mir bewahren. Auch wenn ich 111 Jahre bin, will ich mich noch über ein Schwarzspiel freuen. So. Denn manchmal, das sehen wir hier, hast du auch gar nicht so oft Grund zur Freude. Die musst du dann natürlich ausnutzen, weil danach schaust du wieder in solche Blätter. So, Pik ist Trumpf, okay. Ich könnte jede Farbe anfassen. Alles ist plausibel. Ja, wo sind die Chancen am besten?
Vielleicht in Herz auf dem langen Weg eine kurze Farbe, vielleicht hat er da gerade nur einen mit dabei. Danach kann ich mich mit der Herzlusche dann in den Hintern setzen. Aber nein, so ist es nicht. Er sticht direkt Herz Ass. Und mein Partner lässt mich hier noch am Stich. Natürlich bringe ich trotzdem Herz hinterher. Alleinspiel wirft Karo ab. Gut, dann wird mein Kreuz Ass hier in dem Spiel hoffentlich noch ein bisschen was bestellen können. Aber dann sehen wir es schon. Der Spieler scheint stark genug zu sein, dass er sein blankes Karo Ass abzieht. Alles andere macht jetzt an der Stelle keinen Sinn. Wunderbar, dann hat er noch zwei Kreuz, aber er ist zu stark. Er hat die Trumpf 10 noch, kann sich die Karo 10 schnappen. Das langt also für uns nicht. Wir haben 48 Augen, Alleinspiel gewinnt mit 72. Fünftes Spiel. Mensch, irgendwie überrascht es mich immer wieder, wie rasant das hier manchmal zur Sache geht. Das ist an sich das Schöne beim Online-Skat auch, wenn du da keine Trantüten hast, dann kannst du so eine Liste wirklich mit Tempo durchziehen, dann braucht das gar nicht so lange und ja, die Zeit, die du da sparst, da kannst du schon die nächste Liste spielen. So, Spieler 3 spielt Grang. Die Jungs stehen zusammen bei mir, soweit so gut. Jetzt geht er über die Dörfer, okay, Karo König ist jetzt hoch, allerdings sind die Karos ansonsten alle, ja, und der sieht ein bisschen zu stark aus. Zweimal Ass und 10, ach du Elend, jetzt kommt auch noch Pik Ass, also damals hat er natürlich gewonnen. Ja, hier stechen bringt uns auch nicht raus, wenn wir jetzt Rest haben, wenn das alles war, was der Alleinspieler in die Waagschale werfen konnte, dann kommen wir vielleicht noch raus. Ja, ist aber nicht der Fall. Er hat auch noch den Pik König, wo die 10 blank war, einen weiteren stehenden Stich. Ja, da er noch einen Buben hat, wenn ich steche, können wir auch nicht mehr aus dem Schneider kommen. Wenn ich abwerfe, wird es mit Sicherheit auch nichts. Nichtsdestotrotz, am meisten Augen bekommen wir so noch und deswegen werfe ich den Karo König auch noch rein. 92 Augen für den Alleinspieler, also ein Grand Schneider. Ja, was sehen wir? Spieler 3, der ist ganz gut davon gepäst und bisher fehlen mir hier auch die Argumente, um ihn aufzuhalten. Da muss ich also dann ein wenig Vertrauen in Spieler 1 jetzt haben, dass der mal dagegen hält, das tut er auch. Aber das scheint mir so ein Nullreizer zu sein. Müsst ihr mal bitte mit Strichliste mal mitzählen, wie oft in dieser Serie wird Spieler 1 einen Null reizen? Können wir schon mal als kleine Preisfrage so in den Raum stellen. Was gibt es da jetzt zu überlegen? In Echtzeit seht ihr, also mit Überlegungspausen. Herz wird gespielt. So, hat er jetzt tatsächlich 0 gereizt übrigens, oder hat er vielleicht auch ein Kreuz unterbrochen? Also wenn mein Partner wenn mein Partner den Kreuz gereizt hat, dann wäre ich vielleicht gut beraten, da mit dem Bild raufzugehen. Auch, naja, auch falls mein Partner nur wenig Trümpfe hat. Ich gehe jetzt mit dem König rauf. Ich habe mir schon gedacht, dass der blank gewesen sein könnte. Da wäre auch die Kreuz 8 eine vielleicht nicht schlechte Karte, um den Alleinspieler in diese Falle zu locken, dass er schnippeln muss und wir danach noch die beiden Stiche machen. Letztlich habe ich mich jetzt hier so entschieden und da stehe ich jetzt. Pik König abgeworfen, logischerweise blank, also könnte es vielleicht tatsächlich nur ein Viertrümpfer sein. Das war hier meine Überlegung. Und mein Partner kann jetzt noch Pik Ass Dame stechen. Das ist jetzt die naheliegende Konsequenz, nachdem der Alleinspieler Karo Ass auch noch hatte. Nee, hat er aber nicht. Trumpf Ass ist beim Alleinspieler gut. Dann war es zwar nur ein Fünftrümpfer, aber die Beikarte sah schon ziemlich überzeugend aus. Ja, ich grübel noch so ein bisschen. Ich glaube, Kreuz Lusche im ersten Stich wäre besser gewesen, wo ich mit dem Kreuz Buben immer noch mal rankommen kann. Schnee von gestern. Gucken wir uns das nächste Spiel an. Jetzt ist Spieler 1 dran und da habe ich ein Talent für. Karo Ass wurde auch gleich wieder gestochen. Das kurze Ass, nun gut.
Mein Partner hat eine neue Farbe aufgemacht. Mein Partner überlässt hier auch nichts dem Zufall, also er überlässt nichts mir, seinem Partner, sondern geht selber mit den Trümpfen ran, klärt die nächste Farbe, zieht Pik 10, alles in Ordnung und naja, kein Karo, 2 Pik, er wird wohl noch ein paar Herz haben, mein geschätzter Alleinspieler, deswegen schnippel ich jetzt hier natürlich auf den Partner. Das ist natürlich, wenn wir hier im sechsten Stich schon sind und einiges geklärt ist, ein ganz anderer Schnack als im ersten Stich. Da ist das selbstverständlich nicht nur erlaubt, sondern häufig, wie jetzt gerade, auch erforderlich. So, mein Partner wechselt wieder die Farbe. Warum spielt er Herz nicht mehr hinterher? Kann es sogar sein, dass er so trumpfstark ist? Ja, der Alleinspieler hat beide Herzen noch, das heißt, mein Partner hatte den Blank ausgespielt. Dann gibt's nichts mehr und mit 56 Augen haben wir hier im siebten Spiel das erste auf der rechten Seite. Damit würde ich mal sagen, hat sich Spieler 1 aus dem Rennen verabschiedet. Jetzt ist es also an mir, mich an Spieler 3 ranzurobben. Und jetzt muss ich doch mal ziehen. Zwei Asse, zwei Buben mit dem alten und eine blanke 10. Spieler 1 hält wieder dagegen, der steht im Minus. Ja, ich gucke jetzt hier gerade noch mal, ist es Spieler 1, der im Minus steht, habe mich noch mal vergewissert und dann gesagt, ja, alles klar, was der jetzt reizt, das interessiert mich nicht, ich muss jetzt für mich mal gucken, das Ding muss einfach durchgehen als Rang, irgendwie 13 oder 10 drücken, na, erstmal gucken, was wir finden. Zack, Pik Ass, na siehst du, da hat sich das schon erledigt. Jetzt sieht er gar nicht mehr so schlecht aus, jetzt sieht er sogar ziemlich gut aus. Pik Ass oder 10 brauche ich natürlich auch nicht drücken. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn Spieler 1 nicht gerade 5 mal Kreuz und 2 Buben hat und eine Farbe frei ist oder sowas in der Art. Das kann man natürlich nie ausschließen, aber ach was, erstmal ran und dann ziehe ich hier auch den Buben. Das lässt sich von oben am leichtesten lösen und da haben wir es doch. Die Buben hüpfen verteilt, auch wenn dann Pik sehr einseitig steht. Gut, ist klar, Spieler 3 hat die Piken, Spieler 1 hat die Kreuzen. Okay, noch habe ich kein Bild gefangen. Ja, hier kann nichts mehr groß passieren. Ich könnte jetzt auch beide Asse einfach durchziehen. Schneider geht natürlich jetzt auch nicht, wo alles so steht. Aber wenn überhaupt Schneider, dann geht es natürlich nur mit Pik raus. Na, wenn jetzt vielleicht die Herz 10 oder so noch da geschmiert wird, auf 27, ich Karo Lusche abtrage und danach Herz 1-1 steht. Irgendwie so hatte ich noch eine kleine Schneider-Fantasie. Deswegen Pik raus und ja, hat halt nicht geklappt. Das ist aber dann auch nicht so schlimm. Gewinnen tue ich jetzt auf jeden Fall mit den beiden Assen. So, und gewinne mit 72 Augen. Ah, und jetzt wird doch langsam hier die Luft doch ein bisschen heißer, obwohl ich an sich gut gekühlt sitze. Drei Asse, aber hohle Asse jeweils, nur mit dem König, also ohne 10 und eine blanke 10 im neunten Spiel. Das ist jetzt so ein Ding, klar ist da Risiko drin, aber ich habe erst 280 liegen, viele Spiele sind auch nicht mehr. Da muss man sich jetzt irgendwie mal committen, habe ich mir gedacht, also wenigstens mal 0 oder 24. Mal gucken, ob Spieler 1 vielleicht wieder nur ein 0 hat, aber diesmal passt der sogar schon auf 23 und das ist vielleicht jetzt wieder gar nicht so eine gute Nachricht. Entweder er will mich vielleicht über Pik heben oder er hat Pik, okay, wie auch immer. Jetzt erstmal wieder gucken. Aha, Kreuz Bube, mein schlanker Freund, da bist du ja... gut, in dem Moment, in diesem Spiel, hätte ich auf meinen treuen Wegbegleiter vielleicht auch noch mal verzichten können, denn der zwingt mich jetzt natürlich, einen Grang durchzuführen, aufgrund der Reizung, dass hier ein Fünftrümpfer-Farbspiel Schneider wird. Das ist utopisch, der Zweitrümpfer in Kreuz, ja, der sieht natürlich auch dusselig aus. Dann lieber Grang, 14 Augen runter, die drei Asse, 47, ein vollen Stechen, ein Pflichtbild, alles muss natürlich laufen. Also klar, das kann funktionieren, wenn Kreuz Ass zum Beispiel rauskommt oder eine 10 blank steht oder. Wenn eine Farbe auf Schuss sitzt, dann ist das Ding natürlich ganz schnell auch im Mülltopf zu finden. So, was haben wir denn jetzt? Hab gerade eben nicht aufgepasst. 14 gedrückt und nochmal 14 macht 28. So, Karo 10 war schon mal nicht blank, okay.
Also Buben ziehen bringt mich ja hier nicht voran. Ich kann dann nicht mehr stechen, wenn irgendeine Farbe auf Abstich sitzt. Glaube ich sowieso nicht, dass ich dann Chancen habe. Ich ziehe jetzt einfach mal von oben, hoffe, dass ich Bilder oder eine 10 bekomme. 39. Und ja, das ist doch. Manchmal kann Skat dann doch so einfach sein. Irgendwo mussten doch auch die guten Nachrichten noch stecken bei dieser Gegenreizung. Naja, und Spieler 1, der hat offenbar die 3 unter den Buben. Hat er blank aufgespielt, hat er Herz Dame zu dritt. Kreuz Ass dabei. Da hätte er ja auch mal mit dem Buben starten können, aber hätte ihm auch nichts genützt, denn ich habe nun mal den Alten und die Herz 10, die wird sein Kumpan einfach nicht los. Also Grand gewonnen mit 68, damit habe ich jetzt aufgeschlossen zu Spieler 3. Ich komme, ich bin unterwegs, dich zu holen. Ja, und nach zwei so glücklichen Verläufen, denke ich mal, aus taktischer Sicht kann man diese Kirsche dann auch noch mal passen. Und habt ihr eure Strichliste geführt? Spieler 1, der im Minus steht, hat wieder 0 geboten. Das höre ich jetzt natürlich gerne. Der treibt jetzt auch mal Spieler 3, der natürlich nach dieser Pause auch noch mal wieder ein paar Punkte haben möchte. Und wo treibt er ihn rein? Vielleicht ist das ja auch mal ein etwas schwächeres Spiel. Kreuz habe ich jedenfalls mal 4 Trumpf dagegen. Das sieht doch schon mal gut aus. Hinten die Pik 10 freigespielt mit König, also 14 für uns, nur 11 für den Alleinspieler. Günstig schon mal hier getroffen. Ja, und hier muss ich natürlich jetzt schon wieder eine relativ weitreichende Entscheidung treffen. Wenn ich übernehme, kann ich die Pik Dame nachspielen, den 7., den Alleinspieler damit unter Druck setzen. Andererseits verschenke ich womöglich einen Trumpfstich. Es könnte ein 6-Trümpfer sein, dass mein Partner nur die blanke Kreuz 10 hat, die kam nämlich auch relativ schnell. Und deswegen, weil ich da möglicherweise zwar erstmal stark aussehe, aber dann gar nicht so stark bin, bleibe ich lieber unter, behalte meinen Trumpfstich in der Hand und mein Partner muss ja entweder Herz treffen, wo ich mit dem König eine gute Übergabe habe, oder eben Karo. Das heißt, ich komme sowieso wahrscheinlich hier bald ans Spiel und kann dann immer noch Pik spielen. So, Karo war die Stechfarbe, da ist mein Ass futsch, okay, einverstanden. Kreuz Bube bei meinem Partner, also ein teures Spiel ohne Dreien, und wir sind trumpfgleich, also 5 Trümpfe, 2 mal gezogen, einmal gestochen. Wenn ich jetzt noch mal rankomme, und da kommt Karo 7, Karo 9, das ist jetzt natürlich ein, ja, etwas vergiftetes Angebot, und der Alleinspieler lehnt auch ab, obwohl das natürlich die letzte Chance war für seine Trumpf 10, die, nee, die Trumpf 10 war ja schon weg, für den Trumpf König, die gibt es nicht, aber damit sind wir natürlich zu Hause. Mein Partner schmiert Herz Ass, das war sicher ein Fehler, denn wo ich alle Trümpfe abziehe, hätte er den Stich sonst auch gemacht, aber warum hat er das getan? Weil wir das Spiel schon gewonnen haben, weil wir 66 Augen haben. Ja, da hat sich jetzt Spieler 3 also mit einem etwas zu gewagten Spiel im Mittelhand auf den Irrweg begeben oder auf den Weg in die falsche Richtung, auf den Rückweg, wie auch immer. Jedenfalls, da purzeln die Punkte. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht der Ambitionen von Spieler 3, und ich bekomme eine starke Karte. Das sieht doch so aus, als ob auf den letzten Metern alles für mich läuft. Na gut, okay, ich sehe es ein. Spieler 3, der muss jetzt noch was tun, der muss diese Schlappe natürlich rausholen. Der ist jetzt bereit, auch über Leichen zu gehen. Okay, er kann natürlich ein starkes Spiel haben, kann schon sein, kann aber auch natürlich jetzt der letzte Versuch sein. Ich will das Ding jetzt nicht als Grang testen. Dafür ist es dann doch wieder in Hinterhand mit nur einem Buben zu schwach. Ich habe meinen Karo Hand durchgezogen. Okay, dann muss Spieler 1 sehen, Spieler 3, was er uns hier anbietet. Es ist ein Grang, und das sieht doch schon mal, es ist ein rotzfrecher Grang. So viel sehen wir schon an dem Stich. Wenn hier die Buben bei mir zusammenstehen, dann mache ich jetzt ja ungefähr die nächsten 8 Stiche insgesamt, aber die Buben kommen verteilt, okay, und mein Partner trifft gerade Kreuz, wäre mir natürlich lieber Ed Karo getroffen, jetzt hat er da vielleicht sogar noch die Kreuz 10 hochgespielt, okay, es nützt alles nichts, wenn das jetzt so ein Springer-Grang ist oder Wenzelstürzer-Grang mit einer langen Herzflotte und jetzt vielleicht der Kreuz 10, dann hat der Spieler 3 eben alles richtig gemacht.
Und da kommt Herz Ass und da kommt Herz 10. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Er gibt auf, er schmeißt weg, er hat nichts mehr in der Hand und er hat nur 57. Ja, die Vollen waren gedrückt offenbar. Kreuz Herz hätte auch noch verteilt sitzen müssen. Also wohl eher einer von der Kategorie sehr optimistisch was versucht, ist in die Hose gegangen. Damit würde ich mich festlegen, nach Spiel 11 habe ich diesen Tisch wohl jetzt gut im Griff. Jetzt bräuchte ich ja nur noch zum großen Glück, um das hier abzurunden, ein schönes Abschlussspiel. Und das sieht auch gut aus. Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Man achte jetzt mal auf Spieler 1. Habt ihr eure Strichliste parat? Der steht also bei minus 24, kann eigentlich auch, wenn er jetzt noch ein Spiel gewinnt, ja wirklich gar nichts mehr machen. Kann sich aber nicht verkneifen, hier nochmal 0 zu reizen. Also ich würde mal sagen, taktisch nicht sehr versiert, wenn er den jetzt bekommt, dann noch 0 verliert, dann kann er nochmal einen Euro in die Pinke schmeißen. Also ich weiß nicht genau, was das soll, aber okay, ist ja sein gutes Recht. Ich ziehe mein Ding natürlich durch. Ich wäre wohl auch bis dran gegangen zur Not, um der Freude willen, aber jetzt bin ich bei 24 dran. Drück 13 und spiele solide nochmal ein Karo. Wenn der jetzt nicht ganz schlimm sitzt, dann werde ich mich damit jetzt wohl über 500 Punkte katapultieren und damit ein brauchbares Ergebnis hinlegen. Ja, das sieht doch alles gut aus. Trumpf wird mitgenommen, Pik 10 gestochen, okay. Zwei Stiche gibt es noch, einen Trumpfstich und das Kreuz Ass. Einzige Frage jetzt nur noch, gelingt der Schneider einmal mehr? Noch kann es gelingen, dann darf jetzt aber natürlich keine Wimmlung mehr passieren. Nee, und die kommt auch nicht, denn das Kreuz Ass wurde blank gestellt von Spieler 3. Da hat er mir in dem Falle einen Gefallen getan. Dann verbuchen wir den Schneider hier auch noch und haben damit mal wieder eine ganz nette Liste gespielt. 95 Augen, Gesamt 4:0, 5:48, ja. Für mich kann ich sagen, die kleinen Änderungen hier im Setting haben sich offenbar gelohnt, haben mich zumindest nicht groß behindert. Schreibt mir, wie gesagt, gerne, wie das euch gefallen hat. Und dann ja, sehen wir uns bald wieder mal beim Skat, würde ich sagen. Bis dahin, wie immer, gut Blatt.